Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offener Diskurs. Heute wieder am Start der Hello. Joshua. Hello, Hallo Joshua. Hello. Na, und heute sprechen wir über ein sehr aktuelles Thema und das ist erst letzte Woche passiert. Und zwar handelt, ihr könnt euch vielleicht schon denken, es handelt sich um die Ohrfeige, die der Oliver Pocher am Samstag in Dortmund bekommen hat und die Ohrfeige, die Chris Rock von Will Smith kassiert erhalten hat. Wir ziehen diese Folge sehr weit vor. Eigentlich wären noch deutlich andere, also viele andere Folgen jetzt nichts gelaufen, aber dadurch, dass es so aktuell ist, dachten wir ziehen das einfach mal vor und sprechen halt darüber. Wir fangen am besten einfach mal an, indem wir über einen Pocher sprechen, gerade weil es auch in Deutschland ist, und zeigen dazu erstmal einfach das Video dazu, damit man für den gesamten Kontext kennt. Alter! Komm mit! 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 Ich habe erst gedacht, du hättest gelacht, aber jetzt habe ich erst mal gecheckt, dass das eigentlich der Kameramann war, der die ganze Zeit deswegen gelacht hat. Aber jetzt komm mal mit, komm mal du mit. Hast ja gesagt, dass das du hast ja gesagt, du hast das Video nicht ganz gesehen, sondern nur diesen kleinen Ausschnitt. 3 Sekunden, wo die ich Klatsche denke, kassiert wenn man, wurde. Wenn man die Sekunden vor der Klatsche sieht, dann wird einem das Ganze noch deutlicher. Ich habe das nur so am Rande anfangs mitbekommen, dachte irgendwie, da sei irgendeine Auseinandersetzung vorher gewesen oder so, aber das ist ja gar nicht so. Er war ja gerade in dem Gespräch, ne? Nee, es war jetzt nicht so, dass da ein Streit vorausging in dem eigentlichen Moment. Also kontextweise gesetzt, der Typ gehört wohl, also der geschlagen hat, gehört der Entourage von dem Rapper. Und da bin ich bin in Sachen Deutsch-Hip-Hop wirklich nicht sehr bewandert. Samra. Und da gab es Kontroverse genau. Letztes Jahr. Kann man alles nachlesen, das ist jetzt nicht ganz Thema. Aber Oliver Pocher hat sich ja vor allem in Zeiten vom ersten Lockdown an sehr, sehr stark gemacht auf Instagram mit Videos, wo er halt gewisse Influencer exposed hat, mit seinem Tablet dann auch immer schön Videobeispiel dazu gezeigt hat. Und das war an einigen Punkten sehr angebracht, an einigen Punkten, ich habe mir jetzt auch nicht alles angeschaut, was er dazu gemacht hat, ein bisschen sehr klein-klein. Aber er hat sich in Bezug auf diese Samra-Debatte halt sehr auf die Seite der beiden Opfer gewandt. Und waren das zwei? Ich dachte, es wäre nur eine. Die Nika? Nika. Ich habe keine Namen. Wie heißt sie noch? Ich weiß. Soweit ich weiß, heißt sie Nika und das ist eine Person und ich nenne den Namen, weil der Name halt öffentlich ist. Und so nicht, dass ihr jetzt da irgendwas Falsches denkt, dass ich da irgendwie den Namen von jemandem nenne, der nicht genannt werden soll. Aber ja, Nika hatte letztes Jahr halt, wie gesagt, den Samra bezüglich einer Vergewaltigung bezichtigt. Und Oliver Pocher, so meines Wissens, hätte sie finanziell für rechtliche Mittel unterstützt. Ah, okay, das ist zum Beispiel das, was ich weiß nicht. Und scheinbar sich auch öffentlich gegen Samra ausgesprochen in dieser Hinsicht. Was ich erstmal nicht falsch finde. So, es ist nur so, dass im Nachhinein herausgekommen ist, dass die Nika scheinbar gelogen hat und dass diese Vergewaltigung nicht stattgefunden hat. Das ist mein jetziger Stand. Und das Ding ist halt, es kam auch irgendwie noch raus, dass das war alles in einer Hip-Hop-Szene, dass sie das Geld, was sie von den Leuten als Spenden bekommen hat, weil sie hat nämlich Leute gefragt, ob sie helfen können, ob sie finanzielle Unterstützung hat für diesen Prozess gegen ihn, mit den Anwälten und so, dass sie das Geld genutzt hat, um ihre Schulden beim Finanzamt zu zahlen. Ob das nun stimmt, keine Ahnung, aber so wie ich das mitbekommen habe, soll die Vergewaltigung eben nicht stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, darum geht es nicht, aber das sollte ein bisschen Hintergrund sein, um das Ganze besser zu verstehen. Der Typ heißt Fat Comedy und hat, wie ihr gerade gesehen habt, den Oliver Pocher hat einfach halt gelangt und ist ein Kollege vom Samra. Und als allererstes, das Ding ist halt, ich habe am Anfang gesagt, okay, da war wirklich irgendwie ein Streit davor und dann war das im Eifer des Gefechts, dass es passiert ist, was ich irgendwie nochmal eher nachvollziehen könnte.
Aber so ist es halt. Vorhin dachte ich so, okay, die Kamera hat die gerade auf dem Oliver Pocher gezeigt. Aber so ist es halt. Die haben das Ganze so inszeniert, dass sie mit Kamera dahin ist. Ohne Vorwarnung. So dass irgendwie, der hat ja nur gerade so zur Seite geguckt, der Pocher, sieht man ja. Und bumm. Komm mal mit. Wo ich dachte so, Alter, Ich ernsthaft? finde. Und ich bin dann noch Ja, wenn sie hinterhergerannt. es andersrum gemacht hätten, wäre das schon eine komplett andere Geschichte. Komm mal mit. Und Pocher hätte gesagt nein. Und dann hätte er zugelangt. Was auch nicht Nee, viel besser nee, gewesen aber wäre. andersrum ist ja noch beschissener. Und ich finde. Also, derjenige verteidigt sich ja laut dem, was ich gelesen habe, ja damit, dass er ein Zeichen setzen wollte gegenüber Pocher, dass er es nicht okay fand, wie er in der Samra-Kontroverse da umgegangen ist. Und aber das hat ein bitterböses Geschmäckle in meinem Mund, das Ganze in Bezug auf Fame und Publicity, weil die hat er bekommen. Ich meine, wir würden jetzt auch nicht über Fat Comedy reden, wenn das Ganze nicht passiert wäre. Noch nie von ihm gehört. Genau Aber das das. ist ja auch kein Indikator dafür, wie bekannt er ist. Aber zwei Sachen dazu. Erstens bin ich der Meinung, dass du nicht auf diese Art und Weise ein Zeichen gegen jemanden Absolut. setzen kannst, weil er sich irgendwelche verbalen Ohrfeigen gegen dich oder einen deiner Kollegen Absolut. ausgeteilt hat. Das andere ist die Tatsache, dass er das filmt, hochlädt. Und auf diese Art und Weise mit umgeht. Er hat nicht das Gespräch gesucht. Das, was sinnvoll gewesen wäre, wäre eher das Gespräch zu suchen und sagen, hey du, Pocher, ich möchte mal mit dir unterhalten über die und die Sache. Das fand ich Ja. nicht in Ordnung. Was vollkommen legitim ist und so wie Pocher halt für mich scheint dann, dass jemand zu sein, mit dem man sich diesbezüglich auch unterhalten kann. Auch mit diesen Leuten, mit diesen Influencer, die er exposed hat, gab es ja immer wieder danach noch Genau. Sachen, wo er sich mit denen Ausgesprochen hat. teils Ja. ausgesöhnt hat, mit dieser Gerda J. Lewis, Gerda oder Gerda, Jon Gerda, wie auch immer, Schönpflug, J. die Lewis Geschichte, oder ja. noch so eine junge Mädel, deren Namen ich nicht mehr kenne, ich glaube Tessa oder so, genau, die hat ihren Geburtstag während Corona, als halt Lockdown war, ihren Ach ja, Geburtstag schön. gefeiert hat mit 40, 50 Leuten und mit DJ und allem Möglichen, wo man halt sagen muss, wenn er so ist er das Problem, weil er das zeigt und exposed, oder ist sie das Problem, dass sie sowas überhaupt erstmal macht? Aber wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Was mich halt an dieser ganzen Geschichte stört, an dieser Debatte ist, und vor allem an dieser Aktion ist, diese Feigheit Ja. dahinter. So, wenn du dich mit dem prügeln willst, ist das das eine, was ich auch schon ein bisschen lächerlich finde in dem Alter, Ja. aber halt, wie die Leute auf Social Media darauf reagieren. Einige sagen, wie diese Anne Wünsche sagt auf Instagram, ich will echt nichts sagen, aber Karma, weil sie halt auch Beschuldigten. eine der Personen ist, die oftmals darunter fällt, die er da auf dem Kamm hat. Ne? So, ich finde teils auch zu Recht, aber das ist nochmal, wie gesagt, das ist mal eine andere Geschichte. Selbst wenn, denke ich mir, was hat das mit Karma zu tun? Er hat ja keine geflatscht bekommen, weil er sich dir gegenüber so äußert. Das hat er nicht, das sind die Leute, die sagen, er hatte es verdient oder sonst irgendwas, die beziehen das auf Sachen, die nichts mit der Aktion zu tun hat, weil Pocher keine gelangt bekommen hat, weil er sich über Influencer lustig gemacht hat. Genau. Also, ich finde auch So. wenn man mal generelle Umgangsformen untereinander mal sich vor Augen führen lässt, einfach schnell dahin zu laufen, bam, eine zu lang und dann irgendwo das Gespräch zu suchen, um Gottes Willen. Also direkt mit Gewalt anzufangen, hat meiner Meinung nach hast du schon verloren. Automatisch diese ganze Diskussion verloren. Poch hat ja auch gestern, glaube ich, auch schon ein Statement dazu rausgegeben, dass er rechtliche Konsequenzen einleiten wird oder schon eingeleitet hat, was ich vollkommen richtig finde, weil das hätte ich in diesem Fall auch gemacht. Und dass er das wahrscheinlich nicht mehr zum Laufen findet, weil er hat das hochgeladen, hat sich dafür feiern Ja. lassen und so weiter und so fort. Und da merkt man schon, okay, ging es jetzt wirklich darum, ein Zeichen zu setzen oder wollte es nur ein bisschen Fame abstauben? Also, ich halte mich zurück, da irgendwelche Teams einzunehmen, weil ich kenne Fat Comedy nicht und sein erstes Mal, wo ich irgendwie was von ihm mitbekomme, ist eine Aktion gewesen, die ich schon direkt scheiße finde. Und auf der anderen Seite ist Oliver Pocher jemand, der jetzt schon über die letzten 20 Jahre hinweg mit gewissen spektakuläreren Aktionen, die mal mehr, mal weniger ethnisch vertretbar waren, wirklich
ethisch vertretbar waren, halt eine wirklich nationale Prominenz erreicht hat. Ich glaube, Oliver Pocher ist ein Name, der wirklich 90% aller Deutschen was sagt, ob man jetzt aktiv seinen Content sucht oder nicht. Ich habe die Bildschlagzeile gelesen, dass Pocher zitiert wurde in Bezug auf, das kann auch irreparable Beschäden von sich tragen. Genau, das hat er nämlich gesagt. Oh Mann, also das. Ne, wieso, glaubst du, dass er übertreibt? Von einer Klatsche? Das kann passieren. Ja, da musst du aber schon. Du musst nur das Ohr richtig treffen. Ja, das Ohr. Ich muss mir genau anschauen, wo er genau getroffen wurde, weil ich habe gesehen, dass der schon eine ziemlich, rote Fresse hatte danach. Also das war schon mit gewissen... Hast du das nicht gewusst, dass wenn du jemanden hart genug aufs Ohr haust, also mit der flachen Hand, dass das ja, Trommelfell reißen kann? Ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, wir können das Video gerne nochmal angucken, dass das ein großer Schwinger war, der da auf ihn zukam. Ja, das hat damit nichts zu tun. So, du musst nicht irgendwie viel Schwung holen oder so, wenn du genügend Kraft auf einem kurzen Weg aufwendest, reicht es schon, jemanden das Trommelfell da einreißen zu lassen oder platzen vielleicht nicht, aber einreißen lässt. Und wenn das Trommelfell einreißt, kann es sein, dass es nicht wieder zuheilt. Gut, ich weiß jetzt das nicht. Das ist extrem empfindlich. Klar, ich weiß jetzt nicht, auf welches Körperteil genau er mit irreparablen Schäden sich bezogen hat, aber... Ich denke, der meint das Ohr. Ja, das kann sein. Aber... Das ist das, was er meinte. Er meinte das Ohr. Weil das ist wirklich etwas, was viele Leute vielleicht unterschätzen. Aber je nachdem, wie hart eine Backpfeife sein kann und ob du wirklich da mitten aufs Ohr triffst, kann das echt Probleme geben. Ich habe als 13-, 14-Jähriger mal einmal so hart einen aufs Ohr bekommen, dass mein Trommelfell eingerissen ist. Wow, okay. Ich konnte dann nicht vernünftig hören auf dem Ohr. Bis heute? Und das über Wochen hinweg? Nein, doch, jetzt mittlerweile sagst du, okay, also denke ich mal. Aber ich war dann halt irgendwann mal beim Ohrenarzt danach und der hat es dann gecheckt, hat gemeint, ja, dein Trommelfell ist eingerissen. Ich sehe das. So, und dann habe ich halt seh das, Tropfen bekommen, ja? Bis es dann irgendwann verheilt. Ich sehe das im Reddit Public Freakout öfters mal gerne, wenn sich irgendwelche zwei Leute auf die Nase hauen, wie man doch schon mit einem wohlplatzierten Schlag jemanden bewusstlos schlagen kann. Das finde ich immer sehr faszinierend, wie du einfach nur String Alt Emf in deinem Körper drücken musst und schon bist du weg für ein paar Minuten. Du hast dich, glaube ich, nie geprügelt, oder? Nein. Nee, Ich glaube, du kannst es nicht so ganz einschätzen. Ich bin ein sehr deeskalierender Mensch. Das Ding ist natürlich... Ich bin auch jemand, der sich jetzt irgendwie heutzutage noch prügelt. Ich habe im Jugendalter das öfter mal so Prügeleien gehabt und so. Und das Ding ist halt, manche Leute unterschätzen das ganz gerne. Es ist nicht mal so, dass du besonders stark sein musst oder sonst irgendwas, aber wenn du halt mit genügend Schnelligkeit und mit genügend Kraft eine Person an der richtigen bzw. einer falschen Stelle triffst, kann das extrem Probleme haben. Ich habe ein Beispiel dafür. Erinnerst du dich an diese Geschichte vor 6 Jahren mit dieser Tutsche? Tutsche hieß sie, glaube ich. Diesem jungen türkischen Mädchen. Ja! In diesem McDonald's irgendwo in Deutschland eine Gruppe von Mädels verteidigt hat vor einem Jungen, von einem 18-jährigen Jungen. Ja, und... Die sich dann draußen vor dem McDonald's nochmal getroffen haben. Es gab eine Streiterei. Er hat ihr eine Backpfeife verpasst. Durch diese Backpfeife ist sie umgekippt und mit dem Kopf so hart auf den Boden aufgeschlagen, dass sie im Koma gelandet ist. Die danach verstorben ist. Es gibt mehrere Beispiele von Leuten. Oder dem Feuerwehrmann in Deutschland, letztes oder vorletztes Jahr. Es gab auch eine Geschichte von vor 10 Jahren mit einem Deutsch-Asiaten, der dazwischen gegangen ist bei einer Prügelei und auch direkt verstorben ist bei der ganzen Geschichte. Also die Geschichten gibt es schon. Nur halt... jetzt wo du es mir zeigst. Genau, das war 2014. Genau. 2014 war es, sie war 23. Nur halt, jetzt wirklich dieser Schlag gegen Pocher sah mir jetzt nicht so aus, als wenn man außer einer roten Backe was groß mittragen würde. Wenn er tatsächlich Verletzungen hat, um Gottes Willen, ich würde dann natürlich auch gewisse gerichtliche Sachen in die Wege leiten, deswegen, weil... Auch so, selbst wenn ich keine irreparablen Schäden hätte, selbst wenn ich irreparable Schäden hätte, würde ich das trotzdem machen, aufgrund dessen, dass es natürlich so frei ist.
Weil wenn er mich jetzt offen herausgefordert hätte und ich wäre darauf eingegangen und ich hätte dann kassiert, alles klar, cool. Aber nicht auf diese Art und Weise. Aber hier, du kannst dir selber nochmal anschauen und achte wirklich darauf. Ja, treff. Hast du gesehen, ab welchem Punkt er so viel. Das sah mir mehr. Hast du gesehen, ab welchem Punkt er auch diesen Schwung geholt hat? Ja, macht Sinn. Das ist nämlich wichtig. Du musst auf die Stelle achten, an dem er richtig schnell wurde. Und du hörst in dieser lauten Halle, hörst du Gut, trotzdem das Klatschen. ich sehe das jetzt bei dir auf dem Bildschirm mit 8 Frames pro Sekunde, aber das. Ich meine, ich habe wirklich gedacht, dass das mehr hier vorne getroffen wird, aber er hat ja wirklich hier am hinteren, also mittler hier, jetzt nicht unbedingt hier vorne auf die Backe getroffen. Mein absolutes Highlight von diesem Video ist, wie direkt neben Oliver Pocher der altehrwürdige Christoph Daum sitzt. Ganz sehen. Ja, die sind wahrscheinlich auch erstmal perplex und wissen erstmal gar nicht, was geht denn jetzt ab. Keine Miene zuckt bei dem. Und ach, Christoph Daum, kennst du die Geschichte bezüglich Christoph Daum? Sagt dir der was? Nee, Um die nee. Jahrtausendwende rum hat der Bayer Leverkusen trainiert, auch sehr erfolgreich. Und Ich er glaube, war ich auf kann dem mich erinnern, besten ja. Weg dahin, Bundestrainer zu werden. Und es kam irgendwie aus der Szene in NRW raus, dass er wohl öfters sich gerne ein bisschen Kokain holt. Und er wurde dann im Prinzip vom DFB dazu beauftragt, eine Haarprobe abzugeben, was er sehr, sehr, sehr gerne gemacht hat. Und da ist der legendäre Satz gefallen: Ich tue das, weil ich ein reines Gewissen bei der Sache habe. Und der Vorsichtig. Test war maximal positiv. Und er hat halt völlig seine Reputation verloren. Aber ist wieder zurück. Er ist geläutert. Ich habe letztens noch ein Interview mit dem gesehen. Sehr interessanter Mann. Und bei der Geschichte, also ich würde jetzt mal auch zumindest mal hochschrecken, mal kurz. Und, aber ich glaube, das Problem bei der ganzen Geschichte war, dass einige Leute um ihn herum gedacht haben, das sei ein Fake, das sei irgendein Ding, was sie machen. Und bevor man da zu schnell, zu groß reagiert, eher ein bisschen sich zurückhalten bei der Geschichte. Denselben Gedanken hatte ich auch bei der Ja. internationalen Klatsche gehabt, die wir. Einen Tag danach. Also das war irgendwie das Wochenende der Klatschen, was wir da hatten. Ja, Erlebt haben. aber Ja, eins klar. möchte ich noch dazu sagen. Also aufgrund dessen, wie die Reaktionen von einigen Leuten sind. Also unter Pochers Video zum Beispiel, wenn man die Kommentare anguckt, da ist natürlich klar, ist direkt unter seinem Video. Viele Leute sagen, sie finden das absolut nicht in Ordnung, was da passiert ist. Zu Recht, so sehe ich das genauso. Und wie gesagt, auf der anderen Seite sehe ich bei einigen Leuten, die halt trotzdem das bejubeln und feiern und sagen, das ist richtig, er hätte es verdient und sonst irgendwas. Was ich mir dann die Frage stelle, ist, okay, gut, welches Zeichen setzt man damit in der Gesellschaft, dass man sagen kann, ich darf jemandem mit Gewalt entgegentreten, wenn er andere Leute irgendwie mobbt oder ob sich über sie lustig macht. Ob man das jetzt als Mobbing bezeichnen möchte oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber sagen wir mal, sich über andere Leute lustig macht. Das heißt, wenn jemand irgendwie mir nicht gefällt, weil er zu oft Witze über keine Ahnung wen macht, dann kann ich hingehen und ihn abziehen. Ist gerechtfertigt. Humor witzig zu finden, bis zu dem Punkt, wo der eine Joke kommt, den man selbst nicht mehr witzig findet, und dann zu denken, dieser Mann hat eine Klatsche verdient, Genau, und ist das ist ein nicht in sehr, Ordnung. sehr falsches Kunstverständnis. Oliver Pocher ist eine kontroverse Figur. Er hat einen sehr derben Humor und wird damit groß und erfolgreich, und die Leute reiben sich an ihm. Ja, ist das aber eine Rechtfertigung bei einer öffentlichen Veranstaltung, wo nicht er im Mittelpunkt steht? Gut, er sitzt zwar in der ersten Reihe, weil er Oliver Pocher ist, aber einfach hinzugehen, eine zu langen? Nein! Um Ja, Gottes wie Willen! gesagt, vor allen Dingen auch so aus dem Genau, Hinterhalt. aus dem Hinterhalt. Und wir gehen mal hin zu der internationalen. Mir fällt gerade der Satz ein, den ein bekannter Late-Night-Show-Moderator zwar in Bezug von der Klatsche von Will Smith und Chris Rock gesagt hat, aber ich finde, der Satz trifft auch hierzu. Und zwar hat er gemeint, so, Twitter hat es geschafft, ins wahre Leben reinzugelangen. Ja, das ist Ja, mir gezeigt, und genau. das, finde ich, trifft das Ganze sehr, sehr gut. Und das ist keine schöne Entwicklung. Ich hoffe nicht, dass wir uns dran gewöhnen müssen, immer mehr Klatschen zu sehen. Willkommen bei Samuel den L. Jackson hat Oscars. auch Der dieses Jahr seinen Aufreger des allerersten Abends in Oscar Los bekommen. Angeles in der Nacht Hat zum sich keiner, das Montag war ein war nicht nur die Ehren-Oscar, es war ein Preisvergabe, Ehren-Oscar, ja, sondern auch keiner dieser Auftritt des der Schauspielers Will Smith, der Klassen-Kategorien, dem aber Moderator auch Chris Samuel Rock L. ins Jackson hat Gesicht seinen Oscar schlug, bekommen. weil Meine der große zuvor Frage ist, einen kannst du dich Witz an über die Frau irgendeinen von Will anderen Smith Preisträger gemacht von diesem hatte. Abend erinnern? Nebenbei gewann Smith an diesem emotionalen Abend auch noch den Oscar als Exaktum. bester Schauspieler für seine Hauptrolle in dem Film King Richard.
indem es die, um die Situation ist, ist Pocher mal Serena und Venus in Sachen Williams geht. Aufmerksamkeit. Die Oscar aber das liegt daran, dass es. Das weil Will Smith natürlich bekannter ist als Oliver Pocher und Chris Rock und weil es bei den Oscars war. Aber ich meine, wenn man jetzt die Aktionen vergleicht, denke ich, dass die Aktion bei Pocher übler und mieser war als jetzt die hier. Ja, 100%. Und auch der Tenor auf Social Media ist ein gänzlich anderer. Ja, das stimmt auch. Das ist ein bisschen hitziger. Ja. Hier gibt es einige Leute, die sagen, er hat seine Frau verteidigt. Also, wie gesagt, also Chris Rock hat irgendwie eine Anmerkung gemacht, beziehungsweise einen Witz gemacht über G.I. Jane, eine Hauptfigur der Frau, die halt eine Glatze hat oder sehr, sehr kurze Haare, wie auch immer. Und Jada Smith hat auch seit einiger Zeit eine Glatze. Nicht unbedingt ganz freiwillig, sondern weil sie Alopecia hat, eine Krankheit, die... Kreisrunder Haarausfall. Genau, das nennt man das auf Deutsch. Aufgrund dieser Krankheit verliert sie halt ihre Haare. Ja. Und hat sich entschieden, die kahl zu scheren. Und keine Ahnung, ob Chris Rock das wusste oder auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine große Rolle spielt. Aber da hat er halt einen Witz gemacht. Und erstmal, das finde ich komisch. Will Smith hat erst gelacht, ist danach aufgestanden, nachdem er gesehen hat, dass seine Frau nicht darüber gelacht hat, und hat dann ihn einen abgezogen. Man hat jetzt auch nicht gesehen, ob sie vielleicht irgendwas dazu gesagt hat oder ob diese Reaktion halt ohne Kommentar von ihrer Seite aus geschah. Das Ding ist, wir wissen es nicht, gell? Mhm. Das, was Chris Rock tatsächlich gesagt hat, war ja einfach nur Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Das war das, was er gesagt hat. Das, mehr nicht, hat er gesagt. Und es ist ja eine gewisse Tradition bei der Oscarverleihung oder generell bei Preisverleihungen in den USA, mal mitten in der Show einen Comedian hochzuholen, der mal so ein bisschen den Raum roastet. Generell das Prinzip des Roasten. Der ist etwas derberen Humor, jeder bekommt irgendwo ein bisschen eine Breitseite ab. Und dann in den 5 Minuten davor, die er geredet hat, gibt es 10, 11, 12 andere Personen, die auch einmal kurz durch den Kakao gezogen wurden. Ich finde persönlich, der Witz war nicht der allerbeste. Punkt. Kann man ja so finden, ist ja vollkommen genau. Okay, das zu beurteilen. Ja. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass der Witz, wie was Leute ihm teilweise vorwerfen, halt völlig pietätlos war und unter aller Kanone. Also da gibt's schlimmere Witze über katholische Priester, den Holocaust, 9/11, Sklaverei und alles Mögliche. Es gibt beim Thema Will und Jada Smith fallen mir 5 Themen ein, die deutlich kontroverser und pietätloser und kontroverser sind, als jetzt die Geschichte mit ihrem kreisrunden Haarausfall. Will Smith hat ja wirklich über die letzten 10 bis 15 Jahre hinweg ja sehr, sehr vorsichtig an seiner öffentlichen Reputation gearbeitet, das Image des nicest guy of Hollywood zu haben. Er ist ja auch weltweit unheimlich bekannt. Ich würde mal wirklich sagen, dass wenn du Leute von der ganzen Welt mal eine Minute gibst, um irgendwelche Schauspieler aufzuzählen, dass Will Smith auf jeden Fall bei vielen, vielen Leuten da dabei ist. Deswegen wenn du nach schwarzen Schauspielern fragst, wahrscheinlich einer der ersten. Oder das. Das auch. Und die Reputation von Nicest Guy in Hollywood zu entwickeln. Hat auch eine Menge TikToks gemacht, wo er immer happy, gut gelaunt, beide Daumen hoch und so weiter. Und so ein bisschen, Grinsebärchen ist das falsche Wort. Was wie heißt das nochmal? Schneiden wir raus. Grinsebacke, oder was? Grinsebacke, dankeschön. Und dann wirklich auf die Bühne hochzugehen und Gewalt zu wählen, choosing violence. Es gibt über die letzten Jahre hinweg in Bezug auf Will Smith Sachen, wo mir schon die Augenbraue hochgeht, auch inwiefern sie auch sehr in der Öffentlichkeit steht. Sie hat ja mit ihrer Mutter und ihrer Tochter zusammen ja eine Show auf Facebook.
The Red Table. Red Table Talk. Und, Red Table Talk, ja. Und haben da ja schon von sich aus, das hat kein anderer irgendwo ausgebuddelt, das haben sie selber erzählt, halt sehr, sehr tiefe und private Einblicke gegeben. Von sich aus. Die Show auch, das ist jetzt nicht so, dass sie das reingesprochen haben und irgendwer anders hat das zusammengeschnitten, sondern nein, die hatten da ganz eindeutig ihre Finger im Spiel, was da über ihre Beziehung und ihr Leben rauskommt oder nicht. Wenn du tatsächlich so weit gehst, so tief blicken zu lassen in dein Leben, mich macht das wirklich, verloren, ne? Ja, mich macht das wirklich betroffen, muss ich zugeben. Also ich war wirklich, als ich das morgens, sonntags morgens gesehen habe, ich war wirklich etwas perplex, dass ich meine, da hat ein 53-Jähriger einen 57-Jährigen geschlagen. Ich finde, eigentlich in dem Alter sollte man es besser wissen. Müssen wir meinen. Chris Rock ist so alt. Chris Rock ist 57. Nee, also, ja. Boah, krass. Man hat sich gut gehalten auf jeden Fall. Naja, nichtsdestotrotz. scheinbar. das Ding ist halt, ich finde, ich kann verstehen, dass Will Smith vielleicht so reagiert hat, aber nicht aufgrund dieses Witzes. Ja. Es ist vielleicht eher eine Akkumulation der ganzen Sticheleien der letzten Jahre gewesen bezüglich des Entanglements seiner Frau. Und August. Den ganzen Kontroversen, die aufgetaucht sind. Genau, mit August, wie auch immer. Das nun an Chris Rock rauszulassen, weil er diesen Witz gemacht hat, finde ich jetzt eine sehr übertriebene Art und Weise. Vor allen Dingen denke ich nicht, dass es das Sinnvollste war, so zu reagieren. Er hätte das entweder im Nachhinein machen können, dass er sagt, hey du, ich fand das nicht okay, dass du das gemacht hast, nimm den beiseite und sprich mit ihm. Oder von da aus gedacht hat, hey, ich finde das nicht okay, dass du das machst. Aber wirklich auf die Bühne zu gehen und das zu machen, weil da war wirklich sehr viele Sekunden Zeit, in der er überlegen hätte können, was er stattdessen hätte machen können. Also das war nicht in so einer akuten Situation, wo du dich gegenüberstand und du hast dann was Dummes gesagt und zack, ist deine Backpfeife gefallen. Was auch nicht so viel besser wäre, aber auch da. So, klar, ist nochmal ein bisschen anders zu betrachten als das von Oliver Pocher, finde ich. Mhm. Weil das hier natürlich in einer etwas akuteren Situation war und nicht jetzt unbedingt, das hat er sich jetzt von Anfang an geplant. Das ist ja nicht der Fall gewesen wie beim Pocher. Aber ich finde, dass diese Reaktion nicht gerechtfertigt war, in keinster Art und Weise. Absolut. Weil auch hier, Leute sagen, einige sagen so, ja, er hat nur seine Frau verteidigt. Er hat es richtiger gemacht. Wo ich mir denke so, okay, da habe ich schon mal nachgedacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin irgendwo hingehen würde und irgendein Typ bringt einen dummen Spruch über sie, ob sie ihr Aussehen ist, ihre Kleidung oder schießt mich tot. Ich persönlich, ich stehe jetzt nicht auf und gehe zu den Typen und ziehe ihm einen ab. Noch nee. Würde ich den wahrscheinlich darauf konfrontieren. Ich würde dem komplett aus dem Weg gehen. Mhm. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, ja, warum machst du denn nichts oder warum würdest du deine Freundin nicht verteidigen? Aber das ist nicht der Punkt. Erstens spreche ich meiner Freundin genügend Autorität zu, dass sie, wenn sie etwas unangebracht findet, was jemand gesagt hat, sich selbst wehren kann und sich selbst dazu äußern kann. Dazu braucht sie nicht mich in einer Situation, die sie selber klären kann. Ganz anders würde es natürlich in einer physischen Situation aussehen, würde jemand weshalb auch immer meine Freundin angreifen. Dann gehe ich natürlich dazwischen. Ja, klar. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn da irgendwie ein dummer Spruch kommt, ein Witz über sie oder sonst irgend sowas, denke ich, dass sie in der Lage sein sollte, selber was dazu zu sagen. Ich denke, wir hätten eine völlig andere Ausgangsposition, wenn Jada hochgegangen wäre und hätte Chris Rock eine geladen. Ja, ja, genau. Das wäre eine völlig andere Ausgangslage. Es wäre meiner Meinung nach auch eine überzogene Reaktion gewesen, aber nachvollziehbar. Aber irgendwo verständlicher für die breite Masse. Absolut. Genau. Weil das ist nämlich genau das Ding. Also, was ich denke auch mal nach, so weil ich das auch manchmal so mitbekomme, solche Sachen, wo sich Typen wegen Frauen schlagen. Und ich denke mir so, Alter, wieso? Ja, so, weißt du, so. Also, da, bis ich wirklich in eine handgreifliche Situation komme, muss schon einiges geschehen. Das ist seit Jahren nicht mehr. Und ich gehe auch jeden Konflikt versuche ich eigentlich so, körperlichen Konflikt versuche ich aus dem Weg zu gehen. Wie ich vorhin schon gesagt hatte. Und zwar aus verschiedenen Aspekten. Das eine ist, du weißt nicht, mit wem du dich da anlegst. Manchmal sind Leute sehr, sehr, also nicht nur sehr aggressiv, sondern auch sehr, sehr feige.
Du erinnerst dich an die Geschichte, die vor 2 Monaten in Konz passiert ist? Ihr Nee, werdet sag mir das nicht das. kennen, weil das nicht unbedingt national so publik gemacht Ihr hat, kennt Konz aber nicht. ihr kennt Konz nicht genau. Konz ist eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz, wo Joshua und ich herkommen. Und es ist halt so, dass dort vor knapp 2 Monaten, irgendwie Ende Januar oder so oder Anfang Februar, ein 23-Jähriger auf einen 16-Jährigen zugegangen ist, um irgendwas mit ihm wegen eines Mädels zu klären. Und in dem Moment zieht der 16-Jährige eine Waffe und sticht mehrmals auf den 23-Jährigen ein, Ah, der ja. dann im Krankenhaus liegt und in Lebensgefahr schwebte. Ich habe kein Update dazu gehört, aber ich gehe davon aus, dass er noch lebt. Gerade weil kein Update gekommen ist. Für beide eine ziemlich beschissene Situation. Für den 23-Jährigen, weil er fast draufgegangen ist, und für den 16-Jährigen, dass man den wegen versuchten Versuchten Mord. Totschlags. Ja. Nenne ich versuchten Mord. Nee, Ja, versuchten Totschlag. Totschlag. Entschuldigung, Entschuldigung. Wegen, also, ja, gut, ich meine, das liegt jetzt an den Gerichten, wie sie entscheiden würden, aber für mich klingt das halt mehr nach, Nach wäre das eher Totschlag. Totschlag Ja, gewesen, ja, ja, ja. als jetzt nach Mord, weil, ne, so und so weiter, wegen der Situation. Aber das ist es. Ich stelle mir einfach so eine Situation vor, du weißt nicht, wie die Person drauf ist, ob die vielleicht ein Messer bei sich hat oder irgendwas anderes. Und du gehst dann zu und sagst so, was hast du zu meiner Freundin gesagt oder meiner Freundin Komm gesagt? Mal her, Und du. Im nächsten Moment hast du da ein Messer im Bauch. Ja. Weißt du Ja, so? ja. Das ist natürlich jetzt eine. Klingt vielleicht wie eine Extremsituation, aber sowas passiert wahrscheinlich sehr häufig, viel häufiger, als man vielleicht denken mag. So, und wenn ich nicht, und vor allen Dingen, das ist das eine. Ich könnte ernsthafte Schäden davon tragen. Das andere ist, ich könnte ernsthafte Schäden verursachen. Wenn ich derjenige bin, der als erstes zuschlägt, könnte ich derjenige sein, der ernsthafte Konsequenzen, also das ist ja nicht, also ich juristische Konsequenzen davon tragen wird und das vielleicht für den Rest meines Lebens, nur weil ich gerade den Dicken markieren wollte. Ne? Oder und jetzt, wie gesagt, kommen wir zum rechtlichen Aspekt. Wenn ich der Erste bin, der zuschlägt, egal was am Ende passiert, wenn er der Meinung ist, er müsste mich anzeigen oder so, dann bin ich Sieht nicht der gut aus. Gearschte. Ja. Mach mir vielleicht meine berufliche Karriere kaputt und auch meine finanzielle. So, das ist es doch nicht wert. Und jetzt, wenn Nee. man an Will Smith denkt und so, und dann denkt, ja, das ist richtig so, dass er eine Frau verteidigt Aber hat, so weit jetzt muss denkt ich man gar Fragen nicht in dem stellen. Moment. Ja, Es ist ja aber viel. man muss in so Situationen ruhig bleiben und nicht so Ja. re emotional reagieren. Weil, stell mal vor, jetzt sagt man so, ganz ehrlich, den können wir nicht mehr für Filme einstellen. Ja. Er ist natürlich wohlhabend genug, er wird keine finanziellen Probleme mehr erleiden und so, mehr als genug Nö. verdient. Aber, stell mal vor, er wäre jemand, der zu Beginn seiner Karriere wäre. Ja, oh Gott. Und hätte das gemacht, der wird keine Filme mehr drehen können. Vor allem auf dem exklusivsten und prestigeträchtigsten Event, was die Film- und auch Fernsehindustrie zu bieten hat, die fucking Oscar-Verleihung. Genau. Also das Ding ist es ja jetzt, die Academy soll ja angeblich, was heißt angeblich, die hat tatsächlich irgendwie eine Untersuchung eingeleitet und man ist am Diskutieren, nimmt man ihm den Oscar wieder weg. Ich persönlich sage, es geht um seine filmischen Leistungen, die wurden jetzt Das da hat nicht eigentlich nichts damit zu angetastet, tun, ja. aber es kann sein, dass er aus der Academy ausgeschlossen wird. Ich würd tatsächlich, also klar haben wir das jetzt beleuchtet, aber ich würde immer noch eine 5%ige Wahrscheinlichkeit draufbringen, dass das Ding komplett gefaked war. Irgendwie ist da ein Geschmäckle meiner Meinung nach mit dabei. Die Oscar-Verleihung hatte Probleme in TV-Quoten gehabt. Es wird immer kontroverser über die Oscars berichtet. Man sagt, dass das eigentlich so ein bisschen ja, aus der Mode gekommen, die Oscar-Verleihung. Und das Ding, ich meine, diese Nachricht geht durch die ganze Welt. Also sogar die Tagesschau hat diese Szene gezeigt. Nicht nur hier, sondern in vielen, vielen anderen Ländern Klar, die der Erde auch. Welt, The Guardian, Ich BR, meine, ich sehe alles. das Video hier von Guardian News hier rechts daneben, was vor 2 Tagen hochgeladen wurde bezüglich der Klatsche. 80 Millionen Views in 2 Tagen. Und also ich gebe Aber fünf. das Ding ist folgendes: Glaubst du allen Ernst, also das Ding ist, nach der Klatsche, als sich wieder hingesetzt hat, das, was er gesagt hat, schien mir schon fast nicht nach Schauspielerei. So wie Also, er geschrien hat, von wegen, get your name keep, out of keep, your nee, fucking keep my mouth. Ja. wife's name out of your fucking mouth. Auf. Und dann hat er Zweimal. gesagt, ey, und dann hat er gesagt, ey, das Chris Rock sagte, das war nur ein G.I. Joe-Witz, so G.I. Jane-Witz. Und dann hat er nochmal lauter und deutlicher gesagt, Er hat keep ges my
wife's name out of your fucking mouth. Er hat ja, Chris Rock hat ja gesagt, I could, und dann hat Will Smith nochmal zum zweiten Mal angesetzt, keep your name, bla bla bla, und hat er gemeint, okay, okay. Weil es gibt noch deutlich mehr Angriffsfläche an diesem Paar. Also der Witz hätte noch deutlich schlimmer kommen können. Und ich habe, also wie gesagt, ich bleibe bei 5%iger Wahrscheinlichkeit, dass das Ding komplett tutto gefaked war, dass man dafür auch zweimal die F-Bomb im amerikanischen Fernsehen in Kauf genommen hat, und die droppst du nicht einfach so in den USA. Die sind da sehr, sehr vorsichtig mit ihren Schimpfwörtern. Vielleicht man hat die Situation ausgenutzt. Man hat die Situation ausgenutzt, und nächstes Jahr, also habe ich auch das Gefühl, 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass die nächstes Jahr bei der Oscarverleihung irgendeinen Auftritt zusammen haben, so, das ist wieder. Das ist das Ding. Er hat sich ja auch entschuldigt. Er hat sich, also nachdem er den Oscar gewonnen hat, 20 Minuten später, hat er sich bei der Academy entschuldigt und für die Gäste und so weiter und so fort, aber nicht bei Chris Rock. Bei Chris Rock hat er sich nochmal ein oder zwei Tage später auf Instagram oder auf Social Media öffentlich dazu geäußert und sich entschuldigt für die Aktion. Was natürlich erstmal gut ist. Chris Rock hat ihn nicht angezeigt und wie auch immer. Ob es so ein Fake ist oder nicht, sagen wir mal, wir gehen davon aus, dass es nicht Fake ist, also ich gehe davon aus, ist es zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss sich die Frage stellen, okay, welches Zeichen setzt man mit solchen Dingen? Beim Pocher, er hat keine Entschuldigung erhalten. Und wo man sich denkt, so klar entschuldigt er sich nicht. Das war vollends geplant, von Anfang bis vorne. Hey, guck, halt die Kamera drauf, guck mal, doch, jetzt ist ein Spaß mit dem Pocher. Was ich noch witzig gefunden hätte, wenn man wenigstens noch die Hose runtergezogen hätte oder so ein Scheiß. Weißt du? ja, irgendwie so ein Quatsch halt. Irgendwie so einen Quatsch, wenn man in die Hose runtergezogen hätte oder sonst irgendwas, aber diese Backpfeife auf diese Art und Weise, auf die, wo du dich nicht wehren kannst, dass du nicht reagieren kannst oder sonst irgendwas, das ist so feige einfach. Das ist so lächerlich und feige, und damit setzt du meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass du einfach ein Versager und ein Weichei bist. Wenn du wirklich so noch weniger kannst du kaum zeigen, dass du unmännlich bist. Ja, als sich so eine Aktion. Es macht betroffen. Es macht wirklich betroffen. Also ich finde es schön, wenn ihr das alles witzig fandet, wie sich da zweimal zwei Leute auf die Nase gegeben haben. Ich bin, ehrlich gesagt, einfach nur ein wenig betroffen von dieser ganzen Geschichte, weil holy shit, beide Male sehr, sehr unnötige Aktion. Wie gesagt, der Pocher meinte ja auch, das hätte auch ganz anders ausgehen können, weil er saß ja da auf den Stühlen und ist ja wirklich einfach so zur Seite gekippt und so. Chris Rock, ja klar. Chris Rock war der Schlag nicht so fest, so wie ich das zumindest der hat richtig, beurteilen könnte. Der hat die sehr, sehr gut weggesteckt. Kamera ist weg. Warum? Ja. Verbraucht das Ding schneller Energie, als es laden kann? Scheinbar. Das kann sein, aber es ist normal, glaube ich. Fast bei einigen Sachen. Nee, machen wir noch ein kurzes Schlusswort? Ja. Eigentlich viel mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich denke, wir haben das mehr als deutlich gemacht, wie wir dazu stehen und was wir davon halten, von den beiden Aktionen. Naja, aber was ich noch gerne wissen wollte, ist, wie ihr darüber denkt. Zum einen zu der Geschichte mit Pocher und zum anderen die Geschichte mit Will Smith. Behandelt ihr die beiden Sachen auf gleiche Art und Weise oder macht ihr da Unterschied und habt eine ganz andere Meinung dazu? Wenn dem so sein sollte oder wenn dem auch nicht so sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare dazu. Ich würde mal gerne eure Meinung dazu hören. Und wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ist ja aus dem Mikrofon raus, hier so. Lasst einen Daumen raus, abonniert den Channel. Und ansonsten, bis zum nächsten Video.